Und herzlich willkommen zur letzten Folge für diese Woche von MyTest Creative, Creator Kreativ Server. Wow, abgesehen von 12 Stück. Okay, let's go. Draußen regnet es schon wieder, ich glaube das nicht. Kalt und nass. Zum Glück ist heute Wochenende. So, wir haben Blätter und das. Da brauchen wir davon jetzt 14. Was ist das hier eigentlich? Cutgrass. Okay. Interessant. So, bam, 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 bam. Perfekt. Was? Jetzt habe ich noch 4. 1, 2, 3, 4. Oh, ich habe falsch gerechnet. Ja. Okay. Kann aber passieren. So, ihr kommt hier wieder raus. So, jetzt kommen die Leitern. Das heißt, ich möchte gerne die Leiter, dass sie gut erreichbar sind von der Seite aus. Also kommen wir auch hier ran. Da, 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 da. Und dann wird runtergebaut. Easy. Vor allem das Schöne ist, wenn ich so auf der Kante stehe, also eigentlich, sobald man auf der Kante zwischen zwei steht, kann man sich auch gerade nach unten buddeln. Weil da kann quasi nichts mehr passieren. Und wenn man auf der Kante von 4 ist, kann es sogar noch weniger passieren. Das heißt, wir können uns hier schön sauber nach unten arbeiten. Wir müssen halt nur darauf achten, dass uns die Leiter nicht ausgehen. Oder das das Werkzeug. So, machen wir es mal hier mit richtigem Werkzeug. Siehst du, eigentlich brauche ich gar keine Fackeln, weil dadurch, dass das Licht genau von oben kommt, ist es hier im Tunnel immer hell. LOL. Egal. Hätten wir also sogar nur ein 1x1 Tunnel machen müssen. Egal. 2x2 sieht zumindest etwas besser aus, etwas geräumiger. Leiter steht, kann man nicht runterfallen. Na gut, also technisch, also in der Realität schon, aber hier bei uns nicht. Ich muss hier wirklich komplett rangehen und wo. Hey? Ach, ich drücke die falsche Taste. Hä? Oh. Perfekt. Ein wunderbarer Traum.
So, und dann kann man nämlich auch schön hier unten in unsere Erdabbau. Ja, was auch immer gehen. Geronimo! Also runter geht's schön schnell, nur hoch ist halt immer relativ langsam. Wobei wir können natürlich mit Sprint hochgehen. Ach nee, geht gar nicht, stimmt, durch die Sprint-Mod. Weil der Sprint-Mod geht ja nur dann sprinten, wenn man einen soliden Untergrund hat. Und dann leitet alles andere solide. Da bin ich mal gespannt, wie lange wir noch graben müssen, um mal auf eine, in Anführungszeichen, richtige Höhle zu kommen. Eigentlich könnten wir auch, dann müssen wir mal gucken, wie es denn optisch wirkt, so ein paar Vorsprünge machen. Oder wir gehen einfach mal so seitlich rein. Ja genau, wir gehen dann seitlich rein. So ein paar Etagen quasi rein zu hämmern. Dafür jetzt quasi zum Beispiel einfach mal hier auch mal in die Seite reingehen. So. Und dann mal gucken, wo es das hinführt. Zum Beispiel zu Sand. Das ist natürlich wunderbar. Also geht das schon mal in die Sackgasse. Gut, dann in die andere Richtung. Und da ist die erste Acker schon hin. Achso. Hätte ich ja gleich so machen können und dann so. Bam. Ich merke schon, wir brauchen hier mehr Material als wir hier bekommen. Jetzt brauchen wir unser gesamtes Kupfer für nichts und wieder nichts. Das wäre so richtig typisch. Ich glaube, wir müssen noch viel tiefer gehen. Noch viel, viel tiefer. Wie das Ganze bringt nichts, dann raste ich aus. Alles, was ich möchte, ist eine richtig schöne Höhle finden mit richtig schön viel Eisen. Und alles, was wir finden stattdessen, ist Zuckersand. Ernsthaft? Geben. Ich meine, ein bisschen Backup habe ich noch, aber nur ein bisschen. Na doch, geht eigentlich noch. Vor allem, je tiefer unser Schacht wird, desto länger brauchen wir auch, um damit immer wieder hochzuklettern. Darf man auch nicht vergessen, ne? Abgehärteter Bergarbeiter. Naja, ist zwar kein Berg, aber ich verstehe, was du meinst. Oh, nur noch. Alter. Unser armes Kupfer und es bringt einfach gar nichts, wie es aussieht. Schon wieder Sand. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Wir machen hier mal eine Leiter, damit wir wissen, welche Richtung die Leiter angebracht werden. Ah, wird jetzt ein bisschen Silber. Nein, wir können selbst unser Silber nicht mehr mitnehmen. Das ist aber blöd. Thank you.
Ja, wir sind schon mal ein bisschen Silber wieder. Richtig schöne fette Höhle. Das ist traurig. Ist der erste, ist der Gleiter noch schon weg. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile bei mehr als minus, also naja, bei knapp minus 100 Blöcken angekommen. Das ist hart traumatisierend. Versucht mehr. Tega, wir sind schon wesentlich mehr als minus 100 oder ist einfach meine Sichtweite falsch? Hä? Macht keinen Sinn, aber okay. Gut, das heißt, wir schlagen uns unten erstmal wieder in die Breite. Ich leere erstmal kurz mein Inventar aus und nehme ein bisschen Holz mit, dann können wir nämlich ein paar Kisten irgendwo aufstellen. Da und dann kommst du da rein, 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 du da raus, du da raus, du da raus. Da draus, da draus, da draus, da draus, da draus. La la. Oh. Oh nein. Ich hab's gewusst. Das gibt ein Chaos. Pack mal ein. So, was wir zuallererst brauchen, ist ein paar Kisten. 1, 2, 3, 4. Mehr nicht. Und dann einfach Öfen. 1, 2. Mehr nicht. Und dann geht's wieder runter in den Tagebau. Hier nehme ich. Ich könnte eigentlich nur zwei Öfen machen, eigentlich immer. Fällt mir gerade mal so auf. Haben wir quasi immer zwei Öfen. Und darunter zwei Kisten. Ja, das funktioniert ja prima. So. Perfekt. Können wir da schon mal die ersten Steine reinklatschen. Und dann das Gleiche. Nö. Boah, Alter, ich dachte schon, dann hier sterben wir. Sachen hier hin. Du kommst noch da, du kommst noch da, du kommst noch da, du kommst noch da. Easy. So. Ah, Tatsch. Du kommst da rein. Holla, die Waldfee. Nein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Wir haben ein Ressort verbraucht, wir haben noch nichts gefunden, kein nichts, kein gar nichts. Einfach nie oder niente. Ich könnte. Oh Gott. Ich weiß aber auch nicht, mein gesamtes Kupfer. Mein gesamtes Kupfer, das war alles bisher 10, was wir gefunden haben. Wir haben gerade mal 4-mal Silber gefunden. Okay, wir sind gefickt. Das war's. Ausende. Feierabend, finito. Das geht gar nicht. Was ist das? Was bist du denn? Oh. Silikon, nee, nicht Silikon, Silizium. Oder? Doch, müsste Silizium sein. Weil Silikon, klingt zwar jetzt gleich, aber Stahlbaren Sand, das müsste Silikon sein. Ja. Nicht Silikon, man Silizium. Oh Gott. Ebenfalls ist ja das, was du hier für die ganzen technischen Sachen brauchst. So. Ach, Gott, was ist mit dir? Und dann Stecker. Wir sind gefickt. Das heißt, hast du auch bei weitem noch nicht tief genug. Ich sitze nur schon 3000 Meter unterm Erdboden, unterm Erdkern. Kann man sich auch noch schön beschweren, ja, ne? Das ist traumatisierend. Okay, also noch weiter runter. Wie war das? Hat minus 1000, gibt es auf jeden Fall große Höhlen. Ich meine, wenn die Höhle zu tief wird, dann können wir uns immer wieder nach oben porten. Dann fallen wir quasi nach unten und teleportieren uns immer wieder nach oben. Ist halt nicht die feine Art, aber ich sag mal so, fürs Let's Play reicht's aus. Leider funktioniert Sprint halt nicht bei der Treppe, bei der Leiter, wie bei Vanilla meintest. Ich meine, gut, ist doch ein bisschen, ne? Ich meine, wer joggt schon Leiter hoch? Das, ne? Macht schon irgendwo Sinn, aber trotzdem ist das natürlich, ja. Hätte ich hier keine Fahrstühle? Doch, klar gibt's Fahrstühle. Ich bin doch so bescheuert. Hören wir nicht. Was brauche ich dafür alles? Aufzug. Stahl. Da war doch klar. Was auch sonst. Leck mich. Leck mich noch härter. Für jeden Scheiß brauchen wir Stahl. Und wie viel Stahl finden wir? Gar nichts. Genau gar nichts. Ach, wenn ich schon. Jetzt gehen uns auch die Leitern aus, das heißt, wir müssen ja definitiv ja, auch wieder neue Leitern machen. Da wir aber 160 Leitern gemacht haben, heißt das, wir sind auch schon tiefer als ja, minus 160, was eigentlich ein Armutszeugnis ist, aber gut, ist halt so. Das ist traumatisierend. 50 Leitern haben wir noch. Ich will doch einfach nur eine Höhle finden. Ist das denn so schwer? Ja, achso. Wisst ihr, nur noch was gucken. So. Sehe ich quasi schon ein bisschen immer voraus. Durch den Bagger.
Schritt waren wir nicht zufällig dabei, oder? Na gut, geht ja. Was trägt mein Rechner auf? Was? Achso. Gehen wir mal lieber so rum. Sonst verliere ich hier noch die Orientierung. Und so gesamt. Alle schöne Sachen, die wir leider nicht brauchen. Und zwar gar nicht. Yay, Eisen. Oh. Sehr schön. Endlich Eis. Ja. Unsere Mühe wurde belohnt. Gut, dann gehe ich hier nochmal zwei tiefer. Oh, und hier gleich nochmal Eisen. Oder auch nicht. Setze hier noch ein paar Leitern hin. Okay, das war gerade kein Silber, sondern wieder Zinn. Gut, schön, und dann gucken wir mal, ob wir noch Eisen finden. Neunmal Eisen. Ist ja ein neuer Rekord hier. Das ist auch schon wieder alles Zinn. Warum nicht wenigstens Silber? Jetzt war es schon. Ich dachte, wir wären Freunde. Ah, sehr gut. Endlich sah ich die ganzen Strapazen aus. Was ich gerade mache, ist eine Art, die man früher gerne genutzt hat, also die ich auch früher gerne genutzt habe, dass man quasi erstmal das Eisen komplett freilegt. Der Vorteil dabei ist nämlich, dass man dadurch, dass das Eisen quasi noch da ist, man ungefähr sieht, in welche Richtung es sich ausbreitet und gezielt in diese Richtung dann weiterkramen kann. Während wenn man das Eisen gleich abgräbt, man schneller den Überblick verliert, wo die Ader lang geht. Und ja. Da wir so einen abartigen Eisenmangel haben, versuche ich natürlich auch so viel wie möglich rauszuschlagen. Und das wird halt am besten, indem man die gesamte Ader freilegt. Und indem man ein bisschen Licht macht. Alter, wie viel! Ich glaube, wir sind schon bei minus 128. Na klar, das war schon lange. Aber man merkt, ab 128 geht es mit dem Eisen auf einmal mit einmal los. Ist das nice, ist das geil. Nein. Okay, das ist ein Einzelner. Why ever?
Tja, wenn wir uns also nächstes Mal in Strahlen machen, das ganze Eis nicht abzubauen. Beziehungsweise erstmal halt durch das frei, weiter freilegen. Habe ich heute mitgenommen? Ach, scheiße. Zu wenig. Ja, ich glaube mal fast, das war's schon. Was jetzt per se erstmal nicht schlimm ist, ich meine, das ist schon mal ein Rekord, ne? Also, so viel Eisen auf einem Haufen hatte ich schon lange nicht mehr. Okay, vielleicht geht es da hinten noch weiter. Scheint mir fast so. So ein bisschen Licht machen hier irgendwo. So ungefähr. Oh, Eisen. Ich hatte schon oft gehört, die Eisengötter anzubeten, aber... Nun werde ich es doch wieder tun. Denn Gott Ivan war uns scheinbar hold. Der tolle Weib. Oh, noch mehr Eisen. Oh, guckt euch das an. Es hört nicht auf. Das ist gut. Geht schon noch weit. Wollte sich da fast so aus, als wenn es da noch weitergehen würde. Nach oben hin. Verstehst du, wie ich meine? Okay. Scheint es doch gewesen zu sein. Hier noch ein bisschen gucken. Also glaube ich jetzt auch nichts mehr. Ja. Es wird dunkel in Berlin. Ich meine, gut, wenn man mal bedenkt, wie viel wir brauchen Pferden, ist das hier ein Witz. Definitiv, klar. Brauchst du keinem irgendwas vormachen. Das ist ein absoluter Albtraum immer noch. Aber wir sind zumindest von der Höhe scheinbar schon mal auf dem grünen Zweig. Also, zumindest so ungefähr. Gucken wir mal noch in die Richtung hier. Und machen wir auch langsam mal Feierabend mit der Folge. Ich glaube, die hat schon über länger. Naja, fast.
Sehr schön. Naja. Kiste haben wir leider keine mehr, weil wir nicht genug Holz haben, aber sieht gar nicht mal so schlecht aus. Sehr schön. Dann versuchen wir jetzt noch hoch zu gehen. Was ist hier schnell gewesen? So, gut, schön. Dann würde ich mal sorgen. Das reicht erstmal. Passt. Jetzt, dann war's das für diese Woche. Wir haben endlich mal ein bisschen Eisen. Müssen wir natürlich noch einschmelzen, ganz klar. Aber. Oh, da war gerade wieder irgendwo eine Biene. Genau. Von daher. Nächste Woche geht es erstmal mit Minecraft weiter. Und dann danach die Woche gucken wir mal, was wir mit dem ganzen schon Eisen machen, was wir gerade bekommen haben. Naja, ist immer noch relativ wenig, wie gesagt, aber es ist zumindest ein Anfang. Wir können zumindest erstmal ein paar abgeschlossene Kisten machen, damit wir uns auch mal endlich mal lagertechnisch ein bisschen einrichten können. Und nicht da immer die drei Kisten, da haben wir immer Sachen rumswappen müssen und so ein Dreck. Ja, von daher schauen wir vor.